Ich zieh meine Schuhe aus. Mach mal so ein bisschen Kraftverbrauch, weißt du? Kraftverbrauch, nice game. Cozy. Cozy. Erstmal so eine Übung machen, so. Ich muss hier aufpassen wegen Doppelkind, ne? Action! Legen wir schon los dann? Ich wollte diese Doku machen, um den Leuten da draußen zu zeigen, wie viel Arbeit, Energie und Zeit in so ein Projekt, sowas wie einen Salon eröffnen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich wollte auch, dass die Leute draußen wissen, wer ich eigentlich bin und was ich zu erzählen habe. Meine Ausbildung habe ich im Sommer 2010 begonnen bei der Handwerkskammer und hat dann so seinen Lauf genommen. Ich war halt jung und ich wollte gerne so eine Ausbildung machen, die vielleicht nicht anstrengend ist. Und Handwerkskammer war so eine Sache, die hat man, glaube ich, nicht so ernst genommen. Ne? So, das war Azubis mit so die Schwierigkeiten im Leben hatten. Und das hat ich halt einfach nicht. Ich wollte einfach gerne meine Ausbildung irgendwo machen, wo ich doch dabei so ein bisschen chillen konnte. Ne? So, wenn ich ehrlich bin. So hat das Ganze angefangen. Also wir hatten wirklich einen super Unterricht und wir wurden intensiv auf Prüfungen vorbereitet. Aber der Ruf war halt nicht unbedingt das Beste. Ne? Und so kam halt dann die Sache mit der Handwerkskammer. Nach 1,5 Jahren müssen wir von Handwerkskammer aus in richtigen Betrieben arbeiten gehen. Ne? So, beziehungsweise außerbetriebliche Ausbildung hat man das genannt. Und ich habe immer dazu Gastazubi gesagt, ne? Weil du gehst in Betrieben und dann bist du da für die nächsten 2-3 Wochen, um richtige Friseursalon mitzukriegen, mitzuerleben. Oder damit du auch mal siehst, wie das Ganze so funktioniert im richtigen Betrieb. Nach den Osterfeiertagen sollte ich ja hin. Und dann habe ich mich einfach krank gemeldet und habe es anscheinend an den Meister erzählt, dass ich krank machen werde, ne? Und ich nicht dahin gehen möchte und werde. Und dann kam ich nach Ostern zurück und da haben die mich einfach überraschendweise trotzdem zu den Salon geschickt und ich musste halt da durch für die nächsten 2-3 Wochen. Und ich hatte gar keinen Bock drauf. Wirklich. Gar keinen Bock. Ich wollte einfach bei der Handwerkskammer bleiben und mein Leben chillen, 17 Uhr, 16.30 Uhr, Feierabend. Und das war's. Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste da hin. Ich hatte wirklich keine andere Wahl, wortwörtlich. Und ich musste hin und dann habe ich meinen ersten Tag gehabt bei der Salon als Gast-Azubi. Und für die nächsten 2-3 Wochen. Ich hatte meinen ersten Arbeitstag bei der Salon. Es war wirklich ein schöner Tag. Ne? So, es war erfrischend, was anderes, richtiger Betrieb, mit Azubis, mit Chefs, so richtige Kunden. Also der erste Tag war wirklich super aufregend. Ich stand hinten am Waschbecken und sollte halt so zugucken, wie man wäscht. Ich meine, ich wusste, wie man wäscht, war ja schon fast im zweiten Layer. Aber wir mussten halt immer so ein bisschen halt leise sein und zugucken und das Ganze so beobachten. Ja, gegen 8.30 Uhr. Ist dann irgendwann die Person in mein Leben eingetreten und hat sich dann halt als Angela vorgestellt, ne? Die Mitinhaberin. Da habe ich auch so vorgestellt und ja, das hat direkt dann so geknallt.
zwar Liebe auf den ersten Blick. Leute, Angie, she said no to the dress. This dress is for Nora's birthday party, gala night. What do you think? Do you like this dress? Vote now. Angelina hat von Anfang an das Talent in mir gesehen und wir waren ziemlich ähnlich und wir konnten halt auch so schnell über vieles miteinander reden. Ich war ja gefühlt auch so in der Art, war ich ja so Angies erster richtiger Azubi gefühlt und der erste richtige werdende Mitarbeiter. Und obwohl ich immer so schlimm unterwegs war, hat sie immer so an mich geglaubt. Sie und besonders auch Ehemann Christian. I am Miami, bitch. Na, Spaß, wir waren eigentlich im Balkon. Hausfrau Angelina. Im Nahen Osten ist es ganz normal. Das ist schon normal. Ich höre, Angie, sie sieht so gut aus mit dem Bild, das gibt's nicht. Guck mal in die Kamera. Sag mal hallo. Angelina. Angelina. Chrissy. Hugo. Hugo. Angie, raste mal aus. Wir hatten wirklich eine super schöne Zeit. Wir sind viel ausgegangen, sind auch mal essen gegangen und da ist wirklich dieses Freundschaftliche entstanden. Ich weiß nicht damals, ob es gut war, weil viele haben gesagt, Mitarbeiter, Azubi, Chefin, das ist keine gute Idee. Ne? Aber es ging halt einfach darum, wirklich um dieses Menschliche. Natürlich schien nicht jeden Tag die Sonne, das ist normal, aber im Großen und Ganzen war es wirklich eine schöne Zeit. Und irgendwann, na, die 20 waren vorbei, ich wurde 30, bin nach Australien geflogen für einen Monat. Na, ich habe gemerkt, ich brauche eine Veränderung, aber ich hatte immer Angst, weil ich es doch gut hatte. Ich war gut in der Chefin, das Team hat sich gewechselt und ich habe mich halt da nicht mehr gesehen. Na, so, das hat nichts mit Angela und so alles zu tun, sondern ich habe mich einfach da nicht mehr so wirklich gesehen. Ich habe mir gedacht, entweder du tust jetzt was, du bist jetzt 30, oder du bleibst für immer hier und es ist jeden Tag das Gleiche. Und das wollte ich halt einfach nicht. Ich wollte mich gerne verändern, ne? Ich wollte weiterkommen. Ich wusste nicht, was auf mich so alles zukommt, wenn ich dann sagen würde, ich gehe jetzt von hier weg. Aber dieses Risiko bin ich ein bisschen so auch irgendwo eingegangen. Da war eine gute Bekanntschaft, Freundin Chiara. Ich habe halt ab und zu, wenn die Angela keine Zeit hatte, habe mich mal in die Haare schneiden lassen und wir sind halt Friseur und Friseure reden. Und dann bin ich halt einfach erstmal zur Chiara gegangen, habe mit ihr während meiner Pause mit ihr gesprochen und es hat so seinen Lauf genommen. Und ich habe 2 Wochen, haben wir uns dann hingesetzt und haben uns dann entschieden, dass wir uns dann so in der Art trennen. Und natürlich wurde ich dann freigestellt, was ich heute total verstehen kann. Das hat mir auch Christian beigebracht. Dein Kunden ist dein Kapital. Und natürlich, ich möchte auch nicht, dass später Mitarbeiter hier Kunden abwerben. Das ist einfach die Friseurbranche. Das war in der Februar 2020 und ich war schon ready für meinen neuen Betrieb. Ich habe dann bei Katzen Color gewechselt nebenan und es war halt alles aufregend. Wieder was Neues, junges Team, moderner Laden, erfrischend. Andere Kunden, kommen deine Stammkunden mit, kommen die nicht mit? Das war halt wirklich eine aufregende Zeit. Und die ersten 3 Wochen waren halt wirklich super, bis halt dann gefühlt die Welt untergegangen ist. Ja, dann ist Corona ausgebrochen. Und dann war erstmal Funkstille. So, wie geht's weiter? Es war für uns alles etwas Neues. Man wusste nicht, wie man damit umgehen. Ich habe mir gedacht, oh shit, ich bin der Neueste hier. Und ich bin erst seit 3,5 Wochen hier und Pandemie, oh mein Gott, so I'm not ready for that. Ich will gerne jetzt hier voll durchstarten und Gas geben. Und ja, war halt eine blöde Situation. Da kam tatsächlich der erste Lockdown und
Wir hatten dann eine Besprechung und ich habe von Anfang an auch gesagt, ich möchte niemandem zur Last fallen. Ihr seid hier ein altes Team. Ihr habt viel miteinander durchgemacht und erlebt. Ich will niemandem, zur Last fallen. Ich kann gehen. Und dann hieß es, du gehörst zum Team, du bleibst hier, wir schaffen es gemeinsam. Oh mein Gott! Fuck! Oh mein Gott, ihr wollt auf Gesicht machen und nicht auf mich! Oh mein Gott! Fuck Jens! Oh mein Gott! Es war wirklich schön und ich habe mich wirklich gut in dieses Team gefühlt, ne, und gut aufgehoben und natürlich, ich kannte halt auch, wie gesagt, Chiara und das waren ja unsere Nachbarn. Das war halt dann so viel los, wir hatten so viel Arbeit, wir hatten förmlich einen Ansturm. Aber ich habe gemerkt, ich muss, das reicht mir nicht, ne, so. Die haben mich, wie gesagt, super gut um mich gekümmert, aber es war halt trotzdem eine andere Zeit, ne. Und am Anfang ist ja so, in vielen Betrieben, dass du so ein bisschen geführt wirst die ersten Wochen. Wir hatten gar keine Zeit dafür. Die hatten gar keine Zeit dafür, was verständlich ist, weil der Ansturm war riesig nach dem ersten Lockdown. Dazu kamen dann auch die ganzen Angebote, nachdem ich von Angie weg war. Vorher hat sich halt keiner getraut, weil ich halt immer diese enge Bindung zu Angela hatte. Ne? Erst wo du weg warst, hast du gemerkt, was einen Wert du hast. Da habe ich gemerkt, oh, obwohl du hier bist, ich dachte immer so bei der Salon, ich bin gut, ich kann einiges. Aber bei Katrin Kalle, weil du auch so gefühlt ins kalte Wasser geworfen wurdest, hast du noch mehr gelernt. Da habe ich gemerkt, ich glaube, ich würde gerne mein eigenes Ding machen. Ich habe mir gedacht, ich wollte mich selbstständig machen. Welche Art von der Selbstständigkeit, wusste ich nicht. Ich habe erstmal halt so in meinen Angeboten rumgefühlt, ne? So und geguckt, okay, wie sieht's aus, ne? Wo kann ich mir was vorstellen? Da sind dann auch so alte Kontakte von der Ausbildungszeit plötzlich wieder da und aufgetaucht. Und wir wurden halt für ein schönes Abendessen eingeladen, durch den Kontakt wieder entstanden. Wir fanden den Abend so super. Und dann haben wir gesagt, wir müssen es nochmal treffen, haben es nochmal getroffen. Und das kam wirklich so super schleichend. Es war dann auch so, ja, man findet keine Mitarbeiter, man kann niemandem vertrauen. Und habe dann so meine Vorschläge gegeben, was man machen kann. Ich wusste ja nicht, was da im Betrieb wirklich abgeht. Wie toll alles wäre lassen, wenn du kommen würdest. Ne? Wir hatten so viel Spaß miteinander und wir hatten wirklich immer eine super schöne Zeit. Aber wir wurden halt nie Freunde. Jeder hat sein Leben gemacht. Erst, wie gesagt, durch den zweiten Lockdown. Ich wollte halt gerne in eine Partnerschaft gehen, weil ich habe halt zu diesem Zeitpunkt an eine Partnerschaft geglaubt. In der Zeit, wo wir uns getroffen haben und über alles gesprochen haben, ich habe so viele Sachen gesehen, so viele Punkte, wo ich mir gedacht habe, das könnte später uns Probleme bereiten. Ich habe weggeschaut, weil ich dachte so, ich kriege meinen Laden in einer Partnerschaft. Ich wusste immer ganz genau, was ich will. Ne? Ich war ja immer so der süße Larsen und der auch mal ein bisschen so Feuer hat. Und sie ist eher so die Lustige. Aber ich wusste halt, dass wir uns schön ergänzen könnten. Ich war erstmal total froh und glücklich, dass ich von Mainz weggegangen bin, weil ich wollte mich, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, ich musste Mainz verlassen, ich muss mich neu erfinden. Und als die Leute das mitgekriegt haben, dass ich nach Niestein gehen werde, um dort zu arbeiten, waren halt viele verwundert. Ich habe es nie verstanden. Ne? Habe mir einfach gedacht, so, okay, ne? Die Leute gewöhnen sich dran und das ist für mich jetzt was Neues. Und dass man am Anfang so weint und traurig ist und so Homesick hat, so Heimweh. Das ist, glaube ich, normal. Ich dachte, das vergeht so mit der Zeit. Ne? Und es ist halt dann nicht so gewesen. Nicht so gewesen. Das heißt, du hast dich von Anfang an unwohl gefühlt? Ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, es ging zu schnell.
dann haben wir die wunderschöne Eröffnungsfeier gemacht. Also ich habe sie gemacht, weil ich bin dazu gekommen. Dann hatte ich nochmal so ein, nach Geschäftseröffnung hatte ich noch eine private Feier mit Freunden im Garten, so eine richtig schöne Sommerparty. Wenn ich jetzt so zurückblicke, weiß ich ganz genau, ich war mit der Sache echt nicht sicher. Aber ich habe die Show durchgezogen, weil schon alles gemacht und erledigt wurde. Ich habe ehrlich gesagt an diesen Ort, an Nishtan geglaubt. Und ich habe auch so an uns ehrlich gesagt geglaubt. Mit der Zeit tatsächlich habe ich gemerkt, da stimmt irgendwie etwas nicht. Das stimmt etwas nicht. Oh, shit. Larsen, du gehörst nicht hierhin. Ich habe halt dann auch mit niemandem erstmal gesprochen. Aber wo ich dann richtig schockiert war, dass dann angefangen haben, deine Kunden, die aus Mainz extra zu dir nach Nishtan kamen, gesagt haben, Larsen, du gehörst gar nicht hierhin. Das ist nicht deine Gegend. Das ist nicht dein Laden. Das bist einfach nicht du. Und immer kamen halt dann die Freunde dazu. Ich habe es irgendwie nicht wahrhaben wollen. Es waren viele Sachen von ihr aus nicht unbedingt geklärt. Und mir tut es leid, dass ich das so sagen muss, aber sie kam mir halt total unprofessionell rüber. Und ich dachte halt am Anfang, das ist okay, wir sind alle unterschiedlich, ne? Und man kann voneinander lernen. Ja, und da kam halt die Fehlverhalten auch von mir. Ich meine, okay, um Gottes Willen, nobody's perfect. Ich habe auch bestimmt meine Fehler. Und ich weiß auch, wie anstrengend ich sein kann. Aber das Krasse ist halt, dass du halt dann nach 3 Wochen alleine gelassen wirst, weil sie erstmal Urlaub machen muss. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, so, what the fuck? Das würde ich heute gar nicht mehr mit mir machen lassen. Neue Gegend, neue Kunden, neue Menschen und neuer Betrieb. Und du wirst nach 3 Wochen alleine gelassen, danke für dein Vertrauen. Aber das war wirklich hart. Und das fand ich schon, nicht weil ich ein kleines Baby bin, ein bisschen verantwortungslos von ihr. Dann kam kam Winter, Weihnachtszeit und es lief auch alles super. Aber dann hat man so gemerkt, wir sind wirklich einfach zu unterschiedlich. Ich wollte Business, ich wollte Karriere, ne? Und ich habe das Gefühl, ich war da, um ihre Arbeiten zu erledigen, weil sie hatte ganz andere Vorstellungen vom Leben. Weil wir auch dieses Freundschaftliche und so weiter sofort hatten, habe ich gedacht, so, ah, komm, ne? GbR können wir erst später unterschreiben, ist ja schon vorbereitet, muss nur ausgedruckt werden. Heute gehe ich auch schon wieder ganz anders damit um. Dann sind tatsächlich so Dinge vorgefallen, wo ich wirklich jetzt niemanden damit oder erst recht nicht sie oder ihre Familie belasten möchte, wo ich dachte dann so, okay, hier läuft einiges schief lassen. This is a wake-up call. Und dann habe ich darauf bestanden, dass wir jetzt doch unser GbR-Vertrag so schnell wie möglich unterschreiben. Ich glaube, ein Vertrag wurde noch nie so auseinandergenommen wie der von uns, ne? Und es ging hier nicht um Millionen. Ich glaube, sogar Millionengeschäfte sind die Verträge schneller abgewickelt als wie bei uns. Ne? Ich war misstrauisch. Sie wollte nicht so einfach. Ich dachte, okay, why? Warum auch nicht? Dann hat die Schwager drüber geschaut. Dann hat mein Kunde drüber geschaut, der Anwalt ist. Dann hat er drüber geschaut. Hat nur noch gefehlt, dass vielleicht irgendein Politiker noch drüber schaut aus Deutschland. Ne? So, like, Drama ohne Ende. Bis dann der Vertrag unterschrieben wurde? Es wurde dann tatsächlich unterschrieben. Und wo ich dann ihr gesagt habe, dass ich halt dann nicht mehr hier bleiben möchte, ist die Stimmung total in den Keller gegangen. Es war reine Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. Willst du erzählen, was passiert ist? Ich könnte es erzählen, aber ich möchte halt auch ehrlich gesagt nicht so wirklich drüber sprechen, weil es war total dirty gewesen. Weil ich glaube, da hat jeder so seine Vision. Ich habe meine Vision, sie hat ihre Vision. Und ich möchte halt einfach, dass es dann wirklich sozusagen, ja,
möchte nicht darüber sprechen. Es ist so eine Zeit, wo ich nicht wirklich gerne zurückblicke. Und was war denn der Plan? Ich hatte gar keinen Plan. Ich wusste nur, ich kann nicht krank machen, ich kann nicht fehlen, weil man weiß ja nie, was passiert. Es war ja wirklich alles auf Vertrauensbasis aufgebaut. Was meinst du damit? Wir hatten keine Kameras. Und ich bin ja nicht der Mensch, der einfach so krank macht. Und mir ging es um meine Kunden. Mhm. Und das war halt so in dem Moment Mist, wie geht man damit um? Ich wusste, Friseur sein liebe ich. Und ich habe dann auch da gelernt, Partnerschaft kann klappen, wenn du Glück hast. Mein Plan war nur, ich will Selbstständigkeit und zwar alleine und zurück nach Mainz. Das ist unglaublich. Ich habe das Gefühl, in jeder Sache, wo ich jemanden gebraucht habe, sind die Menschen über den Weg gelaufen. Einer ihrer Kunden war Makler, das ist der Ivo. Und ich habe halt dann Ivo erzählt, dass ich halt hier nicht mehr bleiben werde. Offiziell zum 31.12. Und dann meinte Ivo zu mir, ja, Larsen, hier, guck mal, ich bin Makler in Rhein-Main-Gebiet, ich kann mal für dich was suchen. Ich so, ja, kann ich auf der Suche machen, es wird dann dauern. Such mal was für März, April 2023, weil ich muss so lange hier bleiben, habe ich gedacht. Dann sind ein, zwei Wochen vergangen und irgendwann hat sich Ivo gemeldet mit ganz vielen Bilder, ganz viele Videos und eine Sprachaufnahme. Das ist dein Laden, Larsen hier und in der Nähe von Kupferberg-Terrasse. Und ich habe mich dann erstmal auf Bilder angeschaut und ich war auf dem Bilder wirklich auf den ersten Blick total begeistert. So, das ist der Eingang. Hier gehen wir rein. Wir haben hier den großen Raum, wo man waschen, schneiden kann. Der große Raum mit der Säule, die schöne Glasfront, Eingangsbereich. Treppen aus nach oben zu den Sozialräumen und hier sind wir ganz oben angekommen. Hier haben wir die Toilette mit einem WC, leider nicht getrennt. WC ist links um die Ecke. Da. Und die Küche ist auch hier. Hier ist Wasser und Abwasser. Theoretisch könnte man hier auch schneiden und waschen. Im Großen und Ganzen war es das. Und dann mit der Zeit hatten wir einen Besichtigungstermin. Es war wirklich also von Anfang an ein super gutes Gefühl. Ich habe mir gedacht, so groß, hohe Decken, zwei Etagen, perfekt. Komplette Gegenteil, das war einfach next level, definitiv. Machst du ein bisschen Abstand, machst du ja Regale. Ja. Drei Wochen später hatten wir dann so in der Art noch eine Besichtigung mit mir und dem Vermieter und mein Immobilienmakler, der Ivo. Es war gute Stimmung, man hat direkt Fantasien gehabt, wie was wo und Mütterle hat da wirklich unfassbare tolle Ideen und da konnte direkt, hatte tausend Gedanken gehabt, wo ich gedacht habe, okay, kann ich mir nicht vorstellen, aber er hatte schon alles ausgemalt. Deswegen war es mir halt wichtig, dass er auch dabei war und das Ganze auch mitsieht. Und ich wollte auch, dass er auch mitredet. Wow, amazing. Und Eröffnungstermin, schaffst du das? Ich habe jetzt eine Frage. Ich meine, er will ein bisschen neuer wissen in seinem Tisch, wo du ein Museum hast. Hey! Und? Oh mein Gott. I got it. Ich hab es gesagt. So geil, ich freu mich voll. Oh mein Gott, ich freu mich. Ist er erleichtert? Den ganzen Tag. Ich glaube, wir haben ihn 10 Stunden. 10 Stunden für ein Verkauf. Ist er erleichtert? I'm so excited. Ich freu mich voll. Next time I'm gay.
I'm back in town. Hey. Und? Fertig? Ja. Jetzt geht die Arbeit richtig los, Baby. Oh mein Gott, ich freue mich richtig. Ich freue mich wirklich. Okay. Ich glaube. Alles Gute, Schatz. Danke, Schatz. Ich freue mich für dich. Danke. Es wird toll. Ja, ich hoffe es. Yücel ist ein guter alter Freund. Ein sehr guter alter Freund. Hallo. Hallo. Eigentlich wollten wir, waren wir jetzt so lange bei Sultan gewesen. Und wir wollten eigentlich nach Hause fahren, aber Parkhaus hat geschlossen. Und jetzt fährt uns der nette Inhaber Sultan, sagt hallo. Hallo. Und da fährt uns jetzt SW, wo er gerade so geparkt hat, weil es ist so inky, ihr Gefreue. Parkt nicht ins Parkhaus. Parkt nicht ins Parkhaus. Sag mir, du Parkhaus. Oh mein Gott, das ist so Katastrophe, weil das war nicht geplant und ich sitze gerade so, das Auto ist halt so Sport und ich sitze halt so, es wurde halt für viele Leute gedacht und es ist gerade, aua. So eine kleine Menschen. Oh, Sultan, du bist so nett, dass du uns wirklich, dass du uns jetzt so zu Oratus Arbeit fährst, aber auf jeden Fall, es war ein schöner Abend, nur halt, scheiße, ich habe keinen Schlüssel und so weiter, aber gut. Ja, ruf mal deine Mutter an. Frau Meier. Checkt ab. Yücel ist mit Angela vielleicht auch einer der Menschen, der immer das gesehen hat, was ich noch nicht so wirklich gesehen habe in meinem Beruf, in meinem Job, das Talent. Und Yücel hat schon immer gesagt, komm Larsen, lass mal was starten und du brauchst einen mega geile Laden. Ich habe mich nie getraut damals. Ich war halt auch so unreif und der hat mich auch so in der Art machen lassen mit Hairline. Ich glaube, er wusste auch, dass es in die Hose geht. Aber wie gesagt, er hat mich machen lassen. Und bis dann irgendwann Yücel gemerkt hat, in der Zeit, wo ich die schwierige Phase mit meiner Partnerin hatte, dass er gesagt hat, okay, hier halt, stopp, nicht weiter. Wir suchen jetzt den Laden in Mais und ich werde dich dabei unterstützen. Und ich bin da sehr dankbar drüber. Dann kam die Zeit, wo dann auch meine Partnerin meinte, wir reden mal vielleicht mit ihm, vielleicht bleibt er doch und guck mal und vielleicht ziehen wir um und würdest du gerne mitkommen, willst du doch bleiben? Sie wussten nicht, dass ich im Hintergrund mich schon um alles gerade kümmere, ne? um meine Papierkram, um meine Genehmigung und dass ich gerade einen Laden besichtige. Die dachten wirklich, nur weil wir uns jetzt zeitlang gut verstanden haben, dass ich jetzt doch die GbR-Kündigung zurückziehe und ich bleibe da. Ne? So. Ich habe die halt auch so glauben lassen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das kam mir alles so fake rüber. Das kam mir alles so, das war alles so fake. Und die Stimmung war wirklich, also man hat gemerkt, wir haben beide gar keine Lust mehr aufeinander. Ich hatte keine Lust auf sie, sie hatte keine Lust auf mich, verständlicherweise. Ne? Und wir wollten es einfach nur hinter uns bringen, die ganze Sache. Dann muss ich halt immer mit der Wahrheit so in der Art ausrücken, so rauskommen und sagen, ey Leute, so sieht die Sache aus. Vielen Dank. Auch wenn wir uns jetzt gut verstehen, ich werde nicht bleiben. Ich habe meinen Laden in Mainz und ich werde meine Selbstständigkeit starten, alleine in Mainz. Ich gehe zurück nach Mainz. Ich glaube, das war 50% so eine geile Befreiung und schon mal so ein Stückchen Last ist abgefallen und das war so Hammer, weil die Sache auch dann da so in der Art etwas geklärt war. Ne? Also, Dani, ungelogen, ich rede jetzt einfach mit dir. Oh, ich bekomme so schöne Nachrichten, wirklich, Dani. Ich weiß nicht. Echt sehr schöne Nachrichten. Also, ich habe wirklich so viel Liebe. Ich weiß nicht, wohin damit. Diese Woche, wirklich. Es ist so schön, Dani. Was ist doch schön. Es ist wirklich schön. Ich freue mich voll. Hast du das erwartet? Nee, gar nicht, null. Ich weiß dir null. Und guck mal, was krass ist. Ich habe ja eine Umfrage gestartet auf Instagram. Und ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, es wird mich wieder so peinlich oder so, ne? Ich habe gefragt, ob ich mehr davon posten soll, ne? Dani, du glaubst es gar nicht. 91% sind für Yes und die zwei No, ja, haben mir geschrieben, sorry, wir haben uns verklickt. Ne? Krass, oder? Richtig krass. Also ich bin so glücklich darüber, Dani. Ich bin richtig glücklich darüber. Richtig glücklich darüber. Das ist ein guter Start, oder? Hammer. Aber viel wichtiger,
Und wie war die Verkündung im jetzigen Laden? An dem jetzigen? Im jetzigen Laden, wie kam es an? Oh, das war jetzt nicht so unbedingt gut. Nicht so gut? Aber, you know what? Nicht böse gemeint, I don't care, dann ich mach meinen Weg. Also, um Gottes Willen. Gesunde Konkurrenz ist halt nicht mein Ding. Ich will mein eigenes Ding machen. Was hat sie denn gesagt? Ja, nichts, das ist eine lange Geschichte. Das ist eine lange Geschichte. Dann ging es halt nochmal weiter. Wir konnten uns darauf einigen, dass ich dann zum 1.9. rausgehen kann. Ich bin mit viel weniger als vereinbart rausgegangen. Ich habe mir gedacht, wenn das meinen Seelenfrieden kostet, bin ich einverstanden. Ich wollte einfach frei sein. Ich wollte einfach nur dieses Kapitel, dass es so schnell zu Ende geht, so schnell wie möglich. Hi, babe. Hola. Hi, Schatz. Oh. Alles klar? Ah, Nora, bitte drück nicht, ich hab Sonnenbrand. Hi, Schatz. Oh mein Gott, wo sind wir, Nora? Formatera. Ich dachte, im Paradies. Oh mein Gott, guys, can you see that? Nora, geh mal weg. Ich liebe es. Man muss auch manchmal das Leben genießen zwischendurch. Ich arbeite gerne hart und viel, aber ich habe auch gerne mein Privatleben und ich habe auch gerne Spaß im Leben, um wieder das Ganze so zu schätzen, dass man weiß, work hard, play hard. Ne? So, das ist immer ganz wichtig bei mir. Ich brauche mir diesen Ausgleich. Das ist, warum ich selbstständig werden möchte. Dass ich mir meine Zeit so einteilen kann, wie ich will. Meine Kunden wissen es auch mittlerweile. Ich so ticke. Die verstehen mich. Und ich gehe davon aus, würde ich jetzt mal behaupten, die verändern es. Hi, Baby. Hi, Angel. Oh mein Gott, halt deinen Mund. Aber danke für die Sonnenbrille. Die ist übrigens sehr teuer. Die ist wirklich teuer, aber, oder? Du warst Zeugen. Ja. Alles klar, mein Schatz? Ja. Oh mein Gott. Heute, ich finde, wir sehen so gut aus. Ja, wir freuen uns auch so. Ja, finde ich auch. Ja, es wird richtig schön heute. Heute wird richtig schön gesoffen. Es wird auch so richtig... Nein, alles nachher. Ich hab schon gesucht. Es war super heiß an dem Tag gewesen. Und wir waren auch alle so hübsch, alle so schön angezogen. Wir genießen einfach nur das Leben oder feiern das Leben heute und es war wirklich eine schöne Hochzeit gewesen. How are you, baby? Oh mein Gott! Are you excited? Bereite mich doch wenigstens drauf vor, dann kannst du einfach direkt mal loslegen. Oh. Are you excited? Ja, total. Oh. Last day, paradise. Ah. Hey, guck mal. Excited? Ja, total. Oh mein Gott. Ich hab mich aufgeräumt. Dann ist dieser Abtraum hier endlich mal vorbei. It's over now. Die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen. Und am 31. August haben sich so viele Leute gemeldet, so, ja, Larsen, endlich geschafft, weil 4 Wochen vorher haben wir uns so extrem gestritten, dass ich mich halt wirklich auch selbst nicht mehr erkannt habe. Es war so eine Zeit, wo ich dachte, oh mein Gott, also ich habe mich selber echt nicht mehr erkannt. Ich habe so stundenlang danach vor Aufregung so extreme Bauchschmerzen und Krämpfe vor Aufregung. Und als der 31. August kam, das war so eine Befreiung. Meine Freunde haben mich abgeholt, wir sind dann nochmal schön essen gegangen. Und es war wirklich ein schöner Tag. Also ich habe es gar nicht geglaubt, dass die ganze Geschichte vorbei ist. Es war so eine Befreiung nach 13 Monaten. Wie hat sich das dann angefühlt, dann nicht mehr zurückgehen zu müssen, wo man wusste, okay, das war's jetzt? Unbeschreiblich. Wirklich unbeschreiblich. Mhm.
es ging ja dann auch wieder relativ schnell und am ersten Match wird ja hier im Neuladen Termine und wir waren mitten in der Baustelle. Ich war in Rehab, ich musste mich in Therapie bisschen. No Rehab, no Alcohol Problems, no Drug Problems, only Retreat. Sonst noch was? Sonst noch was haben? Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so gut geschlafen, weil ich wusste, es ist vorbei. Aber das war auch so, ich konnte es nicht glauben. Ne? So, du musst den ganzen Tag nicht aufstehen, um in die Hölle zu gehen. Ne, so, das war wirklich ein befreiendes Gefühl. Und dann bin ich mit meinen Kölner Mädels nach Italien geflogen. Also es war wirklich genau richtig, diese Erholung, um alles mal ein bisschen zu vergessen, um mal runterzukommen, um mal ein bisschen zu genießen, um Energie zu tanken, weil man weiß ja trotzdem nicht, was auf jemanden zukommt. Ich habe mir halt Gedanken gemacht, auch so als erstes, wie soll mein Neuladen heißen? Ich wollte halt nicht irgendetwas mit Salon, Cut oder Color oder irgendetwas haben. Ich wollte etwas haben, was zumindest hier in Mainz nicht gibt oder Umgebung. Ich habe mir gedacht, entweder ich nenne es Klausens Haarstube, weil es wieder so erfrischend ist, oder etwas Ausgefallenes. Ich habe halt dann viel überlegt, auch viel Freunde gesprochen. Dann kam ich auf den Namen Hello Flawless. Ich wollte einen Namen haben, der zu mir passt. Ne? Wo man sagt, wenn man es hört und Larsen kennt, dann weiß man, das ist so definitiv Larsen. Flawless bedeutet ja übersetzt makellos, einwandfrei. Und durch das Hello wird das Ganze nochmal so persönlicher, ne? Weil du sprichst jemanden damit an. Meine Idee ist dahinter, wenn man hier reinkommt, Kundin, Kunde, whatever, die sollen sich alle flawless fühlen. Also bei Larsen fühlen wir uns makellos. Perfekt, Perfection. Das war so meine Idee. Das ist so mein Message, die ich nach außen vermitteln möchte. Und das ist auch so ein Image, das ich gerne aufbauen würde. Hallo, liebe Freunde. Ich habe hier heute auf Instagram gepostet, dass ihr heute entscheiden dürft, ne? So, und es geht darum, ich habe jetzt die ganze Pläne über Nacht alles umgeschmissen. Ich wollte eigentlich wieder mit so Ankündigung machen und wie wird mein Laden heißen und wie wird das Logo aussehen. Und ganz ehrlich, das hatten wir schon mal. Wir machen was jetzt ganz Neues. Und es wurden 3 Logos erstellt und ich habe mir halt einfach gedacht, okay, ich habe es meinen Freunden geschickt und jeder hat eine Meinung. Und dann haben wir einfach gesagt, wir können es nicht so entscheiden. Ich so, weiß was, ich werde es auf Instagram posten und die Leute sollen einfach entscheiden. Und es ist wirklich ernst gemeint. Das mit den meisten Stimmen wird auch genommen. Ich habe einen Favorite, aber ja, ich lasse euch einfach mal entscheiden und mal gucken, was da rauskommt. Oder, Nora? Bitte wählt die richtige Schrift. Name war für mich 100%ig sicher, aber ich habe zum Beispiel auf Instagram über wie das Logo aussehen kann entscheiden lassen tatsächlich. Das war mir halt auch ganz wichtig, dass so ein bisschen die Mitmenschen, die Kunden, die Leute, die mir folgen, entscheiden oder mitentscheiden können. Mhm.
Genau. Sind das jetzt hier die das sind für die Stühle. Für die Stühle, die genau. Stoffe? Ja, die Stoffe. Ich mag zum Beispiel, was ich auch ganz toll finde, ich kann mal zeigen. Mit meinem neuen Salon mit Hello Flawless wollte ich etwas ganz Neues haben. Möbel aussuchen war eine wirklich schwierige Sache, weil einen Salon gestalten kannst du schnell, innerhalb Wochen. Aber ich wollte halt was ganz Neues. Und alles, was du hier in Deutschland kriegst, die hat man einfach irgendwie so. Entweder man hat es schon gehabt, man hat es schon gesehen, es ist ausgelutscht, es ist austrennt und ich wollte halt in etwas haben, was so wirklich, nicht so wirklich jeder hat. Ich habe mich darauf hingesetzt, wir haben dann Farben besprochen, Stühle, Waschbecken, wo soll was hin. Am Anfang denkt man so, boah ey, wie das alles so harmonieren, wie das alles so passen. Das ist halt wirklich nicht einfach, einen Salon einzurichten. Mein Ziel war es halt einfach, etwas Neues zu kreieren. Jana hat sich gerade gemeldet. Mhm. Wir machen gerade halt diese ganze, die ist halt zum Friseurbedarf und wir suchen gerade halt Sachen für den Laden aus, weil ich habe ja wirklich außer meine überteuerten Scheren gar nichts und halt Kämmer und so weiter. Aber ich suche gerade halt fürs Friseur, genau. Ja. Und das Gute dran ist, ihr kriegt sogar 30% statt 25%. Lieben wir. Prozent lieben wir. Perfekt, sehr gut. Hab ich mal gehört. Ja. Sehr gut. Perfekt. Danke. Ich nehme auf jeden Fall die 30%. Lieben wir. Das ist so ein Moment, wo man wieder das Leben genießen konnte. Alle waren da. Es war Babyparty mal anders. Nicht an einem Sonntag, kein Kaffeekuchen. Um 14 Uhr, 17 Uhr könnt ihr alle gehen. Vorher wird noch das Bauch gemessen, um Babybrei essen, um zu gucken, was ein Geschmack ist. Das wollte sie alles gar nicht. Und das war auch ein schöner Abend. Es war wirklich ein schöner Abend, weil wir alle auch wieder zusammen waren. Ne? So ein Moment, wo man sagen würde wieder, enjoying life. Wie wird der Boden unten auch so? Tatsächlich so, aber mehr weiß. Nicht so viel blau, weil unten soll es ruhiger sein. Ja. Hier oben, weil es halt nur Waschbecken und Toiletten, haben wir da auch ein bisschen mehr Bewegung hier oben. Weil ich will auch nicht alles vollstopfen, ne? mit Möbel und Deko und so alles. Deswegen, es sollte wirklich so clean, ja, ne? Und leer aussehen. Wann darf man oben laufen? Ich glaube, nächste Ende Woche noch nicht mal. Ich glaube, übernächste Woche erst, Nora. Ich fand's richtig cool. Ich glaube, wir kommen gut voran. Weißt du nicht? Ich freue mich. Ja. Sehr schön. Ich freue mich, wirklich. Und es ist so, hallo, ich wohne hier. Wie findest du deinen Boden bis jetzt? Hammergeil. Ja. Hammergeil, ja. Ich bin richtig happy. Und ich bin gespannt nächste Woche. Und ich glaube, es wird halt alles richtig nice. Das ist der Papa. Ich weiß nicht, ob das der Papa ist. Das wäre überhaupt die Mama. Nein, jemand auf dem Bild, Dani. Ach so. Ja. Sophia, guck mal, wie ist die Queen? Wow, wer ist das? Und im Prinzip kannst du schon eigentlich aufpoppen. So, aber das ist nicht mein Nass. Das ist echt so, dass man so dann wirklich so steht. Ja. Und so, auch so. Ja, Mann, geil. Geil. Ja, so muss man es machen. Ready? Ja. Ich laufe. Am 8. und 9. Cent, ich kaufe alles, wir kaufen. Was ist mit Sofa?
Sofa wie direkt. Direkt. Aber direkt mitnehmen. Direkt mitnehmen, ja. Und Tischmäßig, ja. Dies. Und was brauchst du denn für Dekokram? Ja, nur weil Laden halt, keine Ahnung. Das siehst du erst, wenn alles fertig ist, was wir brauchen. Ich will ja eh nicht voll machen, ne? Meine Angst ist halt, dass es halt wirklich so knapp wird. Ja, aber der hat ja schon recht. Du hast ja die Woche, ja, dann feierst du und du hast was den Montag. Was er arbeitet, was er macht, das. Dem parallel, wir machen unsere Arbeit. Ab Montag, wir bringen unsere Farbe. Dein Handwerkssachen, Chris. Das muss der reinkommen. Diese Woche bis Samstag musst du alles rein. Müssen wir auch, ja. Ja. Dann fährt schon, finde ich auch. Ja, das wird auch Hammer aussehen, aber das Problem... Mit Spiegel... Mit Spiegel sieht richtig geil aus. Voll krank, Marin. Richtig geil. Mit aber das braucht halt nur lange irgendwie. Das fuckt mich voll ab. Mit Spiegel sieht richtig aus. Ja, aber ein anderer hätte genauso lange. Nee, Nadine, seine Leute waren in einer Woche alles fertig. In einer Woche. Nein, die Jen. Treffen haben drei Tage, vier Tage. Die haben diese grüne Band. Die ganze Metalldinger, die haben es in halbe Tag fertig. Ja. Elektrik, Lampe haben wir auch einen Tag. Ich habe für Abdul auch diese Elektrikkasse schon gemacht. Verstehst du? Strom, alles gegeben da. Ich habe viele Geschichten. Abdul nur Boden gemacht, nur Spiegel gemacht. Was hat er Abdul? Aber seit er das getrocknet, das gemacht, wenn das gemacht. Ist egal, wir haben noch Zeit. Wenn er hat er gesagt, bis Sonntag, bis Samstag. Wahrscheinlich wird er fertig gemacht. Da kam die Halloween Party. Ich wollte dieses Jahr auch bei der Halloween Party was etwas ganz Neues haben. Dann kommt der Lastkommer zu mir und sagt, Bad Bitches to the right. Wir haben ein Opening geplant und wir haben dann viel dafür geprobt, viel dafür trainiert. Wir hatten wenig Zeit, weil ich auch so unter Zeitdruck stand. Wie viel sie macht, 3x10 im Kopf. Weil insgesamt ist es eigentlich 8x4, 32, bis wir stehen. Wir machen es einfach, weil es mit 8er, 5er und so das... Einfach bis 32 zählen. Okay. 1, 2, 3, 4. Bei 32 sollten wir zusehen, dass wir 34, 35 schon am Platz sind. Weil es nur so zwei Runden sind. Nächsten drei. Drei, im Moment drei. Eigentlich sogar, wenn man streng nimmt, sogar vier. Aber vier wird zeitlich zu eng. Geil. Aber sieht doch gut aus. Die Party, ich glaube, das war die beste Party, die es jemals von mir gab. Hallo, ich begrüße dich jetzt alle. Hast du dir das Abend jetzt geholt? Dani, übrigens, Dan, mit Raffaele, dieses Schnürchen da, perfekt, gell, wie die sitzen. Ich kann mich richtig bewegen. You wake up. Sehr schön, Schatz. Können wir mal bitte ein bisschen auf Dani zeigen, wie Dani aussieht? Oh mein Gott, ab morgen ist Weihnachtszeit! Hey, girl! Okay, also es sind schon ein paar Gäste da. Und ich alle, ich hoffe, die kommen jetzt in den nächsten Sekunden. Wie viele aber wie ich meine, 100 waren eingeladen, gell? Das sind bestimmt schon da. Also, ungefähr, ja. Okay, aber da fehlt noch schon die Hälfte. Aber da kriegen wir nicht mehr die Hälfte. Wenn da auch so gut geht, müssen die Leute wieder draußen nicht da so draußen warten. Ne? Lieber Gott, bitte gib uns die Kraft, diesen Auftritt zu meistern. Wir sind super dankbar für all unsere Freunde. Wir sind super dankbar für Larsen. Und wir schaffen das. Yeah! Ah, es prickelt in meinem Bauch. Es prickelt in meinem Bauch, Marie. Für die Performance? Ja, das war eigentlich alles so nicht geplant. Die Sache sollte eigentlich ganz anders ablaufen. Wir hatten viel auch Kostümprobe und alles Mögliche, aber passieren halt manchmal so Dinge.
Ja, wollte ich, da sind wir alle schon so reingegangen. Es waren alle am Schreien, alle am Kreischen. Und ich stand vor der Tür, ob ich halt reinlaufe. Ich sehe jetzt meine Freunde schon reingegangen sind und die tanzen schon. Und ich bin einfach mit meinen Schuhen in diesem Regentropfen-Ding hängen geblieben. Und ich habe mich nicht mehr lösen können. Und ich bin einfach da hängen wie so, ey, der kann mich jetzt helfen. Ich muss hier raus. Ich muss los. Und ja, währenddessen ist dann mein Leggings ausgerutscht. Und ich dachte halt einfach so, okay, ich sehe bestimmt geil aus, bis ich irgendwann fertig war und einfach die Leute zum Arm, da kommt Raffaele und macht jetzt auch meine Hose hoch. Ist das scheiße? Ist so, nein, das glaube ich, das ist nicht passiert. Das war so peinlich. Und alle haben gedacht so, das gehört zur Performance. Ja, das war... Bis jetzt. Ich dachte, ich bin skinny. Das ist wirklich gerade richtig so, ich muss gerade alles so ein bisschen mal verarbeiten, mal so sehen, wer alles so da ist. Bitte feiert, habt Spaß, trinkt, sauft, whatever, tanzt, macht rum, wenn ihr wollt. Und vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und ich würde mal sagen, das neue Kapitel beginnt ab heute, ne? November ist die Eröffnungsfeier. Jawohl! Halleluja! Und am 22. geht's los und ich bin wirklich danke. Danke an die Kölner, dass sie jedes Jahr die Fahrt hierher nehmen. Yeah! Guys, oh my God, I fucking love you. Das war's schon. Lass uns mal feiern, Leute. Dankeschön. Nach der Halloween-Party, dann kamen so die Lampen an, die Stühle, so. Dann hat man gemerkt, oh, die ganze Sache wird langsam ernst. Mein Kronleuchter und bis es aufgehangen war, war ich auch so... Ich verliere so die Nerven. Es war so wirklich Nervenkitzeln. Der Mann da oben, der ist so elegant. Ja. Okay. Yeah. Love it, Daddy. Ich bin dein Meister. Und man hat dann täglich gesehen, oh, es geht Richtung Ende. Wir hatten Verzögerung. 3 Wochen, aber das war im Nachhinein halb so schlimm. Manche brauchen mehrere Wochen oder Monate. Meine Freunde, alle waren wirklich jeden Tag hier. Aber wir haben da so viel Vollgas gegeben. Yücel hat extrem Vollgas gegeben. Dann ging es halt um Dekorationen kaufen und so Kleinigkeiten. Die Feinarbeit war halt, ist auch extrem wichtig. Ne? So, ich glaube, ein Salon, egal was ist, was du neu baust oder eröffnest, wird nie hundertprozentig fertig. Das braucht immer so seine Zeit. Ne? Man legt irgendwann mal los. Das Wichtigste ist ja da und da alles andere kommt mit der Zeit. Lieben wir. Dann. Geh mal gucken, dann von draußen. Ist der gerade oder nicht gerade? Bei Runden kannst du dich so mit mir schützen, aber. Die Bauphase war wirklich sehr intensiv, anstrengend und sehr staubig. Und es war auch aufregend, weil du hast
jeden Tag, jede Stunde so um Veränderungen im Laden gesehen. Wir haben wirklich hier alles verändert. Wirklich alles. Ob die Treppen, Bad, wir haben eine Bühne aufgebaut für die Waschbecken, damit man die Wasserleitung nicht sieht. Wir haben wirklich vieles, so gut wie fast alles hier verändert. Es war wirklich eine sehr anstrengende Zeit, aber trotzdem positiv. Ne? Es war so positiver Stress. Ne? Man hat hier die Bauphase gehabt, man hat sich gerade frisch von Hairline getrennt und man war erleichtert, aber trotzdem entsteht da ein neuer Druck. Es war ständig was los. Weil mir gefällt es, ich will es hier, ich will es hier haben, es ist so schön. Können wir was machen? Was ist denn hier? Ich will es hier haben. Okay, wo willst du haben? Hier oder hier? Hier. Okay, dann. Ich esse mal nicht gucken. Ja, nicht? Ja, esse mal nicht. Ich muss jetzt Bauhaus gehen erstmal. Ja. Das Fernseher kommt, habe ich schon ausgebaut. Ja. Nur verschrauben. Ja. Kommt Fernseher aufhängen, dann. Das machen wir schon. Das wird schon. Ja, kann man machen. Neben der ganzen Baustelle hier und den Laden auf Vordermann bringen, hast du noch Privatsachen, die du klären musst. Es war auch viel spaßige Momente, spaßige Angelegenheiten, aber es sind auch Verpflichtungen und die hat man auch gebraucht, um dann auch wieder so Energie zu sammeln, um dann am nächsten Tag wieder hier zu funktionieren oder die nächsten Tage. Es war eine krasse Zeit. Machst dann hier die Spülmaschine, ja? Ja. Deswegen, aber da habe ich keinen Platz für Wasserkocher. Hera! Oha! Nee. Du kannst neue Filter kaufen morgen. Kann man das nicht waschen? Doch, kannst du. Aber wenn du neue Filter kaufst. Wasch das mal. Nee, wasch das mal. Kauf neue, das ist. Hallo, der Laden ist teuer, wir müssen sparen. Nee, Eisen, lass mal kaufen. Das ist teuer. Oder gehst du Geld von Dieser Name kommt nicht mal in Doku ran, du hast dich komplett aus. Der hat doch genug. Aber ehrlich, alles ist doch so. Wie viel? Das glaubst du selber, oder? Er hat ja 100. Genau, er hat doch 100. Natürlich läuft nicht alles perfekt. Man kann nicht behaupten, dass man alles super easy läuft. Wir haben echt Gas gegeben. Das ist alles Scheiße. Also manchmal waren wir auch 16, 17 Stunden unterwegs. Man hat auch eine kurze Nacht gehabt. Da lagen auch manchmal so die Nerven blank. Kannst du über Haare was sagen? Ja, ja. Fucking. Was? Schieß doch nicht immer so raus, wie so ein Giftzweig. Nee, du sollst nicht. Komm doch einfach jetzt mal mit dir mit. Komm doch einfach mit. Lass uns doch. Was ist die Sprache? Ja, Stolz, deine Gegend hast du für eine Weisheit geredet, stundenlang. Und jetzt sagst du, komm, diese Welcher Weisheit nach Hause. Was hast du für Spontanität gesagt? Ja, spontan, aber hast du mir nicht richtig zugehört? Dann hast du mir nicht richtig zugehört. Doch, ich hatte nein, zugehört. Hast du nicht. Doch, hab ich. Nein. 100%ig. Ich hab von was ganz anderem gesprochen. Von was? Ja, wenn du mir zugehört hättest, wüsstest du es jetzt. Entschuldigung, ich will hier aufräumen, das ist mir echt nice. Ja, also dann passt mich in den Rücken von der Seite. Ja. Dani, sag es mir, Druck machst du die ganze Zeit. Sag es, der fucking Laden muss fertig sein. Was ist überhaupt ist die Eröffnung? Guck mal, wie es hier aussieht. Ja, worum geht es hier gerade? Ums Essen gehen oder geht es hier um den Laden gerade? Was ist das Problem? Es geht einfach um alles. Wir sind schon seit 6.30 Uhr morgens hier drin. Und es ist 22.19 Uhr. Wir haben nichts gegessen. Ja, und du, ganz ehrlich, mach ich die Box in Ordnung. Ich bin schon seit 7 Uhr heute auf meinen Beinen, genau wie du. Und meine Samstage sind immer ganz schlimm. Ja, die schlimmsten Tage der Woche sind bei mir die Samstage. Die Welt geredet, wir haben hier ja, ich habe darüber geredet, dass wir ein Deep Talk Wochenende machen wollen. Ja. Ja. Und was hat es mit Spontanität gehabt? So, und jetzt sind wir spontan, so komm, wir gehen einfach mal essen, ne, ein bisschen Spaß haben, über Gott und die Welt reden, wo ist das Problem? Ja, mache ich sehr gerne. Aber nee, du hast mir nicht so, ich weiß, ich glaube, ich komme nicht mit. Der Ton macht die Musik. Hi Jana, hallo, hi, geht's dir gut? Ja, super, ist ein bisschen stressig, aber wir kommen hoffentlich gut voran. Ja, das hoffe ich.
manchmal, ja, aber gut. Aber manchmal lohnt es sich nicht zu stressen. Okay, mal ein bisschen später, nur mal sicher. Genau, genau. Deswegen, Jana. Jana, mein Schatz, ich rufe an wegen der Bestellung. Du hast mich geschrieben, ob wir telefonieren können, ne? Ja, also du kannst schon mal auf jeden Fall die Bestellung alles ready machen. Wir werden nochmal die Boys besprechen, ne? Und dann können wir mal halt dann alles in Ruhe. So, ich rufe dich ungefähr in eine Stunde, eineinhalb Stunden. Aber probier mal auf jeden Fall, wenn nicht, dann verschieben wir es auf ein, zwei Stunden noch später. Ja. Weil diese Bestellung ist wichtig, ja. Die Bestellung ist sehr wichtig. Ich brauche die Sachen, Jana, definitiv, weil die müssen echt deswegen ankommen. Deswegen habe ich mir heute auch die Zeit geblockt für dich. Oh, du bist die Beste. Danke, Jana, wirklich. Das schätze ich echt sehr. Nee, das ist wirklich, das schätze ich total. Aber, Jana... Nein, aber ich mache mir wirklich Gedanken, weil so eine Salon-Eröffnung ist nicht easy. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Aber das kriegen wir alles hin, Jana. Es lohnt, soll sich ja lohnen, ne? Wenn man hart arbeitet. Auf jeden Fall. Und meistens muss ich sagen, ich schaffe nicht mal immer alle Mädchen, was du da so toll postest. Ja. Oh. Dankeschön, danke, danke. Was wir dann da machen, also ich glaube morgen am besten. Das ist normal noch, wir müssen es planen. Du, ich habe keinen Friseur gedacht, ich weiß es nicht. Ist hier jemand ein bisschen gestresst? Ja, gib mal Telefon. Du bist schwanger, gell? Okay? Alle Fragen für Lars. Und war das ein erfolgreicher Kauf heute? Heute richtig, wir haben richtig viel Geld da gelassen. Hey, Leute, ich war dann auch was meinst du denn? Hast du einen Lastwagen dabei? Ja. Ich glaub's nicht. Ey, das ist alles offen. Kommt ihr zu mir, gell? Ja, ja. Chrissy habe ich auf Orazis im Junggesellenabschied kennengelernt. Man kannte sich zwar vorher so flüchtig, aber nicht so richtig jetzt wie auf dem Junggesellenabschied. Und dann auf Orazis Vorhochzeitstag haben wir mich auch nochmal hingesetzt und habe ihr dann auch so mein Problem erzählt und dass ich jetzt mein eigenes Ding in meines machen werde. Und da hat mit mir gesprochen, dass sie bei Gold arbeitet und ich soll mir auch mal das Ganze anschauen und wir können mal so eine kleine Schulung machen, wo wir dann ein bisschen rumprobieren und austesten und so froh, dass sie auch so ungeplant in mein Leben eingetreten ist. Die war auch genau so extrem für mich hier gewesen, hat mich bei so viel unterstützt und geholfen und mitgeplant und mitorganisiert. Es war wirklich schön. Ich hab mich gefühlt mit dem Kuh. Ich hab mich so müde gegeben. Es gibt keine Kinderhasche, weil ich mach am liebsten so weit. Oh, ich will nicht, weiß ich nicht. Nee, niemals. Oh. Ich kann auch gut zucken, ja? Kannst du? Ja, der macht mit Faden. Wie denn dieses Tamama-Paket? Kannst du wirklich? Ja. Ja. Kannst du wirklich nicht, ja. Ne? Alter, mach, das will ich Tamama-Paket nennen. Oriental, so keine Ahnung, Oriental Area, so Tamama. Ich kann gut picken. Ich kann sehr gut wandern. So. Number one. Echt mit Faden? Mit Faden. Warum machst du meine Augen dann nie? Nicht so stark, ist nur so lang. Ja, jetzt merke ich es. Warte, du musst dich waschen nochmal. Hier so, immer. Das war's. Das ist übrigens ein Schwung. Immobilienmakler. Da habe ich abgeworben. Oh, geil. Okay.
geil, ne? Ja. Und ab Samstag, ab Samstag, Uhr, Ivo, dann so. Ivo, hast du gedacht, es ist so schön wie jetzt? Nein. Nee? Echt? Ich schwöre, nur dank Ivo. Nur dank Ivo hab ich's gefunden. In einer Zeit, wo ich richtig verzweifelt war. Ja. Innerlich. Ich bin arm. Ich war seit Wochen und seit Monaten gegen Fahrstuhl. Ich war komplett ganz Fahrstuhl. Tschüss, Fahrstuhl, fahr vorsichtig, ja? Fahr vorsichtig, sehen, was passiert, Abdullah. Er sagt, fahr vorsichtig, bis der Lade. Fahr schnell. Danach stirb. Wenn der Lade fertig, kannst du sterben, kein Problem. Nein, ich hab noch nicht geschaut, aber ich brauch auch den. Wenn der Lade fertig ist. Das war aber jetzt nicht meine Schuld. Ja, auch nicht meine Schuld. Ja. Wir kommen abends hier, ich bin hier. Wahrscheinlich. Oh, ich war so geil, wie du hast es gesehen. Ja. Oh mein, das war wirklich next level. Essen, Deko. Essen hier. Mein wundervoller Partner. Aber das sieht auch ein bisschen fertig aus wie Jen. Ja, auch nicht so frisch. Zu viele Sachen. Ja. Und mir Haare schneiden. Früher aufstehen. Wir Haare schneiden jetzt kommen. Am Donnerstag auf jeden Fall heraus, das war jetzt schon, wird morgen auch nicht schaffen. Ich hab's jetzt mal, guck mal, ganz, jetzt mal ungelogen, Spaß beiseite. Okay. Wollen wir es wirklich Samstag machen? Ja, Samstag. Und Dienstag arbeite ich? Ja. Ja. Also, ach, ist denn bei dir Lebensgut gerade, ja? Kannst du chillen? So, das, oder? Wir alle arbeiten. Und er will auch so nur sagen, ich möchte das, mach das. Ja. Du hast mir versprochen, dass ich in einen fertigen Laden reingehe. Fertig schon. Ich muss nur so schlüsseln. Okay, ja, dann wird genauso. Es ist nicht schlüsseln. Ja, morgen, am Samstag so, genau so. Samstag genau so. Samstag hast du Schlüssel. Ha? Aber dann werde ich sagen, Jüdel, das fehlt, du hast dich an dein Wort gehalten. Ja, was fehlt, ich kümmere mich. Du machst deinen Laden auf. Ich habe Kasse gefunden. Voll geil. Mhm. Kasse aus Miserien gerade? Doch, habe ich gefunden. Okay. 5000 Euro. Boah. What? Ist viel? Kasse? Wir fahren doch nicht so rum, die Kassen. Ey, jetzt mal Spaß bei sein. Was hast du denn, willst, stell ich mich dahin für 5000 Euro und mach die Kasse? Brauchst du die Kasse wirklich so? Nenna, diese Kasse, das ist idiotensicher. Vor 3 Wochen wolltest du sie nicht? Nein, habe ich nicht gesagt. Doch, da hast du gesagt, ich habe Blatt gegeben. Bei mir auch hatte ich gesagt, ich brauche keine Spielmaschine. Was hat mich denn umgestimmt? Spielmaschine? Spielmaschine? iPad-Maschine? Guck mal, Leute, stopp, ganz kurz. Jetzt muss ich mal rechtfertigen. Ich bin Duschamander. Ja? Nein, ich möchte nicht streiten. Ich bin Duschamander. Ich habe so einen Druck auf mich. Auf mich sind so viele Schulter, Geld, Verantwortung. Ja, weil entweder wird der Laden hoch oder ich kann gegen die Wand fahren. Aber ich will hoch. So. Und dieser Kasse. Erstens, ich kenne das, weil ich habe damit bei Angela gearbeitet. Selbst ich auch jedes Mal, das ist kein Problem. Ich glaube, es waren 69 Euro. Ich bin nicht mehr. Ich verhandle noch mit. Nee, du verhandelst gar nicht. Nein, ich meine, dann wird es 40. Ne? So, und wenn ihr das YouTube ganz ehrlich ist. Okay, sofort morgen bestellst du überlesen. Sieh schon gut aus heute. Ihr findest du dich erholt? Amster, Jenny. Guck mal. Das wollte ich dich fragen, was passiert. Wieder Kreisrunde ausfallen. Wie war Herrlein hier? Jetzt habe ich es hier bekommen. Und er sagt zu mir, der ist nur am Chillen. Du hast Chillen, das Roller. Das stimmt nicht, Hütchen. Hör auf damit, das verletzt mich. Geburtstagparty, Mauerparty. Spanien, Madrid. Wo warst du? Malta. Hab ich mir gemerkt. Köln. Köln. Ja. Und dann kommt zurück Wellness und Gesichtsbehandlung und das. Laser. Und schöne Jacke, neue Jacke. Du hast zu mir gesagt, ich mach alles, du chillst dein Leben. Hab ich schon gesagt, ja. Warum machst du? Nein, das meine ich jetzt so, hast du schon alles. Das heißt. Es reicht jetzt, wie sie damit sagen. Es reicht. So, Tamama, Dienstag arbeiten, bitte. Haare noch auf diese Dienstag geschnitten. Wird schon. Bist du entspannt? Bisschen nervös. Ja? Nervös? Von was denn? Na auch, du darfst nicht nervös sein. Nur ich bin nervös. Richtig schön. Ja, das liebe ich ja eben hier. Was schon, oder? Ja, also, nee, von Bildern. Sehr das, schön. Das wir haben schön? Ja, an einem Baustellentag waren wir alle mal hier gewesen. Nora, ich,
Magdalena, Yücel. Yücel? Morgen viel Arbeit. Morgen viel Arbeit? Hm, siehst du, Mom. Morgen viel Arbeit, Leute. Nora, morgen mitkommen, bevor du gewählst hier. Tatsächlich hat Nora hier mit den Vorbereitungen so die letzten zwei Wochen, hat die dann hier ihre Wehen gekriegt. Und so, und ich dachte so, oh mein Gott, das Baby kommt, das Baby kommt. Nora dachte, die musste aufs Klo, aber wir haben gesehen, es sieht nicht so aus, als würde sie aufs Klo müssen. Und das war schon krass, ne? Also da sieht man auch, wie oft die hier und wie viele Stunden die hier drin waren, ne? Und hat nie gedacht, dass es sofort losgehen wird, ne? Das war crazy. Leute, was ist denn los? Heute ist es soweit. Ich glaube auch. Nora, alles okay, klar? Wir fahren. Du mach fährst? Oh mein Gott, Nora, bist du sicher? Ah, jetzt wieder weg. Ist wieder weg? Scheiße, wie viele Minuten war das denn jetzt alle? Okay, aber ey, guck mal, du bist gestresst, Nora. Wie viele Minuten waren das jetzt? Das war jetzt 10 Minuten her oder so. Okay, lass. Nora, es ist heute soweit. Oh mein Gott, Schatz. Mach zu. Ciao, tschüss, tata. Wir hatten morgens den Fahrer hier, auf meinen Wunsch. Da waren meine Eltern ein bisschen schockiert. Aber die haben es auch begrüßt. Da kam die Eröffnungsfeier und die war wirklich super schön, obwohl viele konnten nicht, viele waren auch krank, aber es waren trotzdem so viele Leute da und es war so schön zu sehen, wie viele Leute dann auch kommen und dich supporten, unterstützen und dich auf deinem neuen Weg begleiten und wir hatten wirklich einen wunderschönen Abend. Also die Liebe, Support, Unterstützung war einfach next level. Und abends kamen halt wirklich auch alle, ne? So Familie, Freunde, Mitmenschen, Menschen, die dich lieb haben. Obwohl viele, wie gesagt, im Urlaub waren oder krank waren oder nicht konnten. Ne? Und es war schön, es war wirklich schön. Und wie die Leute sich auch so Leute, Kunden, wie sich so mit dir freuen, ne, so, das hast du einfach gesehen. Und das ist ein unbezahlbares, schönes Gefühl. Einmal bitte Cheers, Prost, ne, auf euch. Auf dich. Dankeschön. Und danke nochmal fürs Kommen und danke nochmal fürs Vertrauen. Und meine Freunde, ich liebe euch, ich kann keinen Namen gewinnen, aber wir sind alle da. Also wo ich das ganze allererste Mal hier stand, ich habe es glaube ich manchmal gar nicht realisiert, weil du bist so in diesem Stress, du stehst so unter Druck und jeder möchte was, das hast du alles so manchmal gar nicht wahrgenommen. Bis dann Freunde gesagt haben, ey, guck mal bitte deinen Laden an, wie es aussieht. Wenn ich dann manchmal so einfach mal hier alleine war oder wir waren nur zu zweit hier und es war dann halt keine Musik, keine Baustelle, kein Chaos und du stehst so, wow, das ist mein Laden. Ne? Ich habe so hart dafür
gearbeitet und gekämpft all die Jahre. Und das am Ende hier zu stehen und zu sehen, wo du angekommen bist, das ist manchmal unbegreiflich. Eröffnungsfeier, dachte ich, wir werden um 10 Uhr halt dann 10, 11 Uhr, alle gehen nach Hause. Es gibt keine Aftershow-Party wie bei Hairline damals oder so ein Private-Party, so ein Summer-Night-Party. Ja, kam die Chrissy auf die gute Idee zu sagen, wir gehen ganz spontan nach Frankfurt feiern. Ne? Ein alter Arbeitskollege, mittlerweile Freund, Alessandro war da, Horatio und David konnten man schnell überzeugen. Und dann sind wir einfach nach Frankfurt gegangen und die Chrissy kam da wirklich auf die Idee und es war wirklich der krönende Abschluss. Wir hatten so Spaß. Wir hatten wirklich ganz viel Spaß in Frankfurt und es war so ein schöner Abend. Wir haben getanzt, Spaß gehabt, uns alle geliebt. Ne? Es war wirklich ein schöner Abend. Freiheit. Ja, tatsächlich Freiheit. Egal wie süß und nett man ist, egal wie gut man sich versteht, halt ist alles schriftlich. Verträumter Mensch, ich träume wirklich viel, sehr viel. Ich glaube an die große Liebe. Auch wenn ich mal so tue, als würde es die gar nicht geben. Ich würde mal behaupten, manchmal verrückt und sensibel und pünktlich. Also auch, man kann sich auch nicht verlassen, aber mit Verspätung. Aber ich tauche auf. Fertig? I guess so. Okay. And that's it. Cut. Gut, Schatz. Wie sieht's aus? Schlimm. Zu durcheinander. Sorry, aber es ist echt durcheinander. Dani, kannst du mir weiter was helfen? Guck mal, das ist meine. Dann sag was. Wie soll ich, weil du sagst mir, erklär mal. Ivo ist über meinen Weg gelaufen. Ja, da kam aber, Ivo, ich habe Ivo kennengelernt. Ivo hat mich den hier getroffen. Dann egal, sag es genau so. Ich will es so aufbauen. Dann sag es genau wenn so. Wenn ich jetzt sage, Ivo, wer ist Ivo? Wer soll wissen, wer Ivo überhaupt ist? Ne? Du musst schon ein bisschen irgendwie gucken, dass das schon. Lass mich doch mal erzählen. Doch. Aber wenn ich dich dann zu lange reden lasse, Kunde, dann sagst du, es ist genau. Ihr Kunde, ich glaube, du schneidest es, hast du gesagt. Ich schneide es, aber entschuldige mal, ich kann keine Kunst machen. Willst du mich verarschen? Ich kann doch nicht zaubern. Erzähl doch, sie ist krank geworden und dann mussten wir sie vertreten, nicht sagen, wir mussten meine Kunden machen, ihre Kunden machen, die dort. Ist doch wohl logisch, das sind doch eure Kunden. Ja, klar. Du hast einfach keinen Bock mehr, konzentrier dich jetzt noch eine halbe Stunde, dann ist gut. Ja, alles gut. Ja, meine Fresse, also zum 100. Mal, wie hat das denn angefangen mit deiner Selbstständigkeit? Wo ist er? Gib mir mal eine Minute. Mhm.